Ja, naja, man fühlt sich sehr gut, muss ich sagen, an dieser Stelle jetzt hier stehen zu dürfen, mit dem Ergebnis, mit dem deutlichen Ergebnis. Und ja, Wahlbeteiligung knapp 50%, war wohl so zu erwarten, ein bisschen ärgerlich, aber nicht zu ändern. Ansonsten ja, geht es jetzt los. Wie hat jemand im Wahlkampf gesagt, Herr Kolan, Sie machen den Eindruck, als würden Sie uns auf eine 8-jährige Reise mitnehmen, und das werden wir jetzt tun. Und jetzt geht es für alle an Bord und für mich ans Arbeiten, und ja, müssen mal gucken, wie wir jetzt Lücken noch besser machen. Ist ja schon viel schön, und jetzt wollen wir sehen, dass wir dann auch diese Sache umsetzen, die wir uns gedacht haben und die ich versprochen habe, und ich möchte zu den Versprechen stehen. Dieses hohe Ergebnis, überrascht Sie das? Wenn man jetzt hochrechnet, das, was wir vorher an Stimmen hatten, dann kam man immer auf 60-40, und das hat sich jetzt nochmal abgebildet. Also im Prinzip hat sich in den offenen Stimmen das dann nochmal wieder gespiegelt, und ja, ist dann so geblieben wie 60-40, also 63 sind es jetzt wohl. Und ja, ist ein schönes Polster, was man da hat, und man kann dann erhobenen Hauptes hier durch die Stadt gehen und kann sagen, ich habe jemand hinter mir, und das sind die Bürger, und freut mich.